Hallo, meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren Video. Vergangene Woche hatten wir diese große Bannwelle und jetzt fragen sich natürlich alle, was ist jetzt eigentlich dabei rausgekommen. Was die Case Farmer, Cheater und Wolf an sich so treiben, gucken wir uns jetzt an. 2011 wurde ich 12. 2015 26. Die Game-Bannwelle lief circa 2 Tage lang und zwar am 29. und am 30. Mai. Am 1. ist es schon direkt wieder gefallen. Hier auf Converse.com sind jetzt nur ein paar Tausend abgebildet. CS-Stats wiederum geben an, dass sie mindestens 30.000 Bans an einem einzigen Tag feststellen konnten. So viel zur Bannwelle. Ende letzten Monats haben die Volvos wieder einige Updates gefahren, die genau in diese Richtung gingen, eben gegen Cheater, auch gegen Case Farmer. Und damit waren sie auch temporär zumindest scheinbar recht erfolgreich. Gegen Ende letzten Monats habe ich immer mehr Kommentare in die Richtung bekommen, dass es sich immer besser anfühlen würde. Man würde jetzt sogar in den Casual-Modi live Bans sehen, dass Cheater halt rausfliegen oder Leute getimeoutet oder gelockt oder was weiß ich was werden, einfach verschwinden und dass das Spiel insgesamt jetzt viel cheaterfreier sei. Das hängt wohl damit zusammen, dass sehr viele Cheat-Anbieter zumindest für einen kurzen Zeitraum betroffen waren. Man sagt, innerhalb von 24 Stunden haben einige Updates bringen müssen, weil es sonst nicht weitergegangen wäre. Es sieht also ganz danach aus, dass sehr viele Cheats kurzzeitig zumindest betroffen waren und erst ein Update gebraucht haben, um dann wieder weiter funktionieren zu können. Das hat bei den meisten um die 24 Stunden gedauert. Also speziell in diesem 24-Stunden-Zeitfenster war wohl deutlich weniger Cheat-Aktivität als sonst. Diese Zahlen habe ich von Cheater-Kontakten, die natürlich anonym bleiben wollen. Aber ich kann euch immerhin aus den News von neverlose.cc folgen. Das zeigen. Hier entschuldigen sie sich, dass ihr Produkt für CS2 aktuell nicht funktioniert und dass sie daran arbeiten, das Ganze wieder zu fixen. Also bei Neverlose scheint das deutlich länger gedauert zu haben und was ich ja auch erstaunlich finde ist, dass wir knallhart 35.000 Daumen nach unten haben. Also es hat wohl einige betroffen, die dann für x Tage lang, ich glaube es war in dem Fall eine Woche, ihre Cheats nicht benutzen konnten oder zumindest diese speziellen Cheats nicht benutzen konnten. Oder auch Features, um mich hier direkt komplett abzusichern. Oftmals heißt es ja, es ist ja nicht der ganze Cheat, es ist nur ein Feature, blablabla. X Tage lang hat irgendwas nicht funktioniert und die Leute waren angepisst. Das will ich rüberbringen. Zu den Bot-Panels, also die Case-Farming-Bots, kann ich noch Folgendes zeigen. Hier lassen sich die Leute darüber aus, dass ihr Bot-Panel jetzt halt deaktiviert wurde. Sie wünschen sich, dass es wieder funktioniert und hier unten schreibt ein weiterer, dass es jetzt halt einfach Zeit ist, ein neues Business zu finden. Das wirkt hier natürlich ziemlich nach Endzeitstimmung bei den Case-Farmern. Die Sache wird bestimmt irgendwann wieder weitergehen oder geht aktuell schon wieder weiter. Die Bots müssen nur anders funktionieren, damit man weiter farmen kann. Nichtsdestotrotz scheint es die Volvis gerade gut im Griff zu haben, was einen natürlich freut. Wenn diese ganzen Cases weg sind, also dieser Zulieferer durch die Bots, dann sinken natürlich die Case-Zahlen an sich und dann sollten die auch irgendwie teurer werden. So zumindest die sehr einfache Theorie. Sofern natürlich die Nachfrage auch immer noch da ist. Zu guter Letzt noch die Info, dass nach wie vor sehr viele Trade-Accounts gebannt werden mit einem recht hohen Value auf ihren Account selbst. Die ganzen Daten kommen von Price Empire. Die letzten paar Wochen sind die Volvos echt hart unterwegs und gehen so gut es geht, so gut es ihnen eben möglich ist, gegen alles vor, was halt gerade schlecht läuft in Counter-Strike. Also sprich gegen Cheater, wobei da natürlich noch viel, viel mehr kommen muss, gegen Case Farmer und auch gegen Scammer. Natürlich war das auch ein leichter Schlag gegen Trader und Verkaufsseiten von Skins. Das sehen die meisten jetzt nicht so kritisch, also aus der Sicht, ach Mensch, das muss endlich aufgehalten werden, sondern viele benutzen diese Dinge ja und wollen gar nicht, dass da großartig ein Stopp geschieht. Man will ja weiter traden können, man will weiter verkaufen können und so weiter und so fort. Nichtsdestotrotz haben die Volvis auch das im Auge, aber ich denke aus dem Gesichtspunkt, wir zeigen, dass wir was machen und wir wollen natürlich, dass die Sicherheit sehr hoch ist, aber das Ganze wirklich komplett beenden ist eigentlich nicht so unser Ziel, weil sie selbst wissen, dadurch ist der Skinmarkt überhaupt so, wie er ist. Wenn das alles wegbrechen würde und man nur noch auf Steam verkaufen könnte, dann wäre das sehr schlecht. Über diese aktuelle Update-Aktivität freuen wir uns natürlich sehr, doch bei so viel Änderung kann natürlich auch was in die Hose gehen. Dazu habe ich noch was von einem meiner besonderen Kontakte und zwar schreibt er mir hier, dass ein weiterer Fehler in der Source Engine gefunden wurde oder genutzt werden kann aktuell, um die Augen- und Schussposition zu verschieben. Das sieht dann in der Benutzung wie folgt aus. Man kann jetzt praktisch die Knife-Position nach vorne verschieben und dann durch eine Wand durchknifen. Das ist in Theorie für jeden aktuell verfügbar, wenn ich das richtig verstanden habe, weil du ja einfach nur Parameter änderst. Das ist schon sehr, 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 sehr bescheuert. Hält wahrscheinlich nicht mehr lange an, klar, aber Volvo, komm schon, bitte. Ich kann schon irgendwie verstehen, dass einem sowas durchrutscht. Also, dass man die Version nicht immer auf solche speziellen Dinge am Ende testet. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man irgendwas anderes verändert an der Kiste, an das 2, nochmal einen Pixel draufsetzt und dann ist das auf einmal im Arsch. Sondern es muss ja schon irgendwas sein, was ungefähr in der Richtung halt verändert wurde. Wo man wirklich genau da an diesen Parametern vielleicht geschraubt hat. Und nach Angaben von meinem Kontakt ist das Ganze bereits seit 2 Tagen, machbar. Also da würde ich die Wolves doch gerne bitten, dass sie das wieder fixen.
Dankeschön. Und bevor wir zum Giveaway gehen, möchte ich hier noch ganz kurz was zu meinen Quellen sagen. In ein, zwei Kommentaren habe ich gelesen, dass ich Clickbaiting betreiben würde, dass die Quellen Quatsch wären und so weiter und so fort. Das kann ich zu einem gewissen Grad nachvollziehen, doch ich finde eigentlich, dass ich ja oft genug sage, Achtung Leute, das habe ich von nur einer Person bekommen, da könnte natürlich, weiß ich nicht, ne, könnte irgendwas sein. Grundsätzlich sollte immer im Kopf sein, keiner von uns, also auch keiner, von denen ich die Infos bekomme, arbeitet bei Valve selbst. Selbst Gabe Follower überlegt nur, was könnte sein, wenn, und guckt in die Daten rein und wurschtelt darum. Aber das alles könnte auch einfach nur ein Fake sein von den Volvos selbst. Aber es ist bis jetzt ja immer oft eingetreten. Ich denke auch, ich lag bis jetzt eher richtig, weil ich mich genau auf die gleichen Quellen beziehe, die die ganzen anderen Leute eben auch nutzen. Unter anderem ganz offizielle Sachen von diesen öffentlichen Branches von Counter-Strike selbst zum Beispiel. Oder auch die Bun-Tracker. Das sind alles Dinge, die ihr auch nutzen könnt und euch so ein bisschen ja da drin schlau machen könnt. Manchmal bekomme ich halt von Leuten, die bei dem Cheat-Anbieter User sind oder auch Cheat-Entwickler, oder irgendwelche anderen Bad Actor, bekomme ich Infos. Und natürlich könnten diese Infos, so wie jetzt auch hier das von dem Kollegen, komplett gelogen sein. Das sollte jedem von uns bei allen Infos, wie gesagt auch Gabe Follower, halt einfach klar sein. Wir müssen das mit einer gewissen Skepsis sehen. Nichtsdestotrotz sind das nun mal Informationen, die ich erhalte und mit euch teilen möchte. Wenn mir irgendwas komplett spanisch vorkommt und das kommt natürlich auch vor, dann bringe ich das gar nicht im Video, weil es einfach so absurd klingt, so weit hergeholt. Aber anderes, da denke ich mir, ja, das könnte möglich sein, es würde zu den aktuellen Dingen passen und ja, dann stellt sich raus, guck mal, es war tatsächlich so. Ich gebe die Quellen, die ich angeben kann und auch darf, in meiner Videobeschreibung an und alles andere bleibt halt anonym. Mehr kann ich diesbezüglich nicht machen und auch nicht sagen. Ich bin ja auch nicht irgendwie offizieller, was weiß ich, Volvi, hier Dingens, Podiumsmann, der vorne steht und irgendwelche Infos von denen rüberbringt. Ich will einfach nur irgendein Knilch, der halt Sachen erzählt. Und mein Kanal trägt auch den Namen der Dummbabler, also hä? Solche Sachen kriege ich auf jeden Fall mit. Ich lese mir eigentlich alle Kommentare durch. Ich kann nur nicht mehr richtig kommentieren, weil es halt viel zu viele sind. Aber durchlesen auf dem Handy und dann auch mal nebenbei, so geht immer. Und ja, das wollte ich einfach nur mal kurz ansprechen. Diese ganze Sache ist nun mal einfach so ein bisschen nebulös immer. Weil man halt so, ah, oh, macht Wolf ein neues Spiel? Weiß ich nicht. Die haben das von so auf so im Land. Oh, guck mal, angebliche Beta-Tester zeigen irgendein Gameplay. Das vielleicht von Valve ist. Deadlock, Es kann natürlich auch alles kompletter Schmarrn sein. Weil ich bin nicht dabei, ich mache das nicht selbst. Erst dann weiß ich, dass es wirklich stimmt, außer ich lüge auch. Ja, das war's eigentlich schon. Wenn man die Sachen, die ich erzähle, nicht glauben möchte, dann glaubt man sie halt einfach nicht. Oder guckt auch hier nicht in die Videos rein, wie auch immer. Und alle anderen, die hier Spaß dran haben, das ist natürlich so der Großteil der Kommentare, die mir halt sagen, hey, sie finden es toll, dass ich die Sachen so gemütlich rüberbringe, mitunter auch so ein bisschen mit Witz und Sarkasmus und so. Das scheint gut anzukommen und genau das gefällt mir selbst an meinem Content, dass es so locker ist halt. Ja gut, komm, gehen wir mal rüber zum Giveaway. Und zwar gibt es heute für euch eine StatTrak Mach 7 Insomnia. Ist schon so ein bisschen wahnsinnig, das Teil, ne? Bei diesem Giveaway bist du einfach mit dabei, indem du auf folgende Frage antwortest. Würdest du solche Befehle, die im Moment dann scheinbar für alle verfügbar sind, auch einfach nutzen? Also dieses, ich verschiebe einfach meine Schussposition irgendwo anders hin. Beziehungsweise diesen Wallhack, den man vor einem Monat oder sowas benutzen konnte, erinnert ihr euch? Da wurden einige aus Faceit gebannt, zumindest für ein paar Jahre oder für ein Jahr, glaube ich, weil sie auf Faceit diesen Cheat oder eben Exploit benutzt haben. Würdest du sowas tatsächlich machen? Haut's in die Kommentare, dann seid ihr automatisch beim Giveaway mit dabei. Unser Knife-Giveaway auf Twitch ist übrigens sehr schön gelaufen, der Gewinner steht mittlerweile auch fest und als nächstes gibt es diese Handschuhe hier auf Twitch, aber es ist noch nicht gestartet. Ich meine, ihr sammelt grundsätzlich die Bubble Dollar, unsere Streamwährung, die ihr dafür braucht, die sammelt ihr sowieso immer, wenn ihr im Stream seid, aber ich habe es noch nicht ausgearbeitet, also wie viel es am Ende dann in Bubble Dollar kosten soll, wann es stattfindet und so weiter und so fort. Aber ich denke, wir haben jetzt den 4. Juni, ja, das sollten wir schon dann bald mal starten. Ich gebe euch auf jeden Fall Bescheid. Jo, das war's dann wieder von mir. Vielen Dank für die Kommentare, für die Likes und natürlich an sich fürs Zuschauen. Sehr edel von euch. Dankeschön. Wir sehen uns jetzt gleich im Livestream, falls jemand Bock und Zeit hat. Ab 18 Uhr geht die ganze Sache los und geht dann bis um, keine Ahnung, morgen zum 1 oder 2. Also dann vielleicht bis gleich im Stream oder dann im nächsten Video in 2 Tagen. Haut da rein. Danke für alles und bye bye. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter auf die Instagram-Messe.